So, und da sind wir auch direkt weiter. Ah, hier gibt es einiges jetzt noch zu tun. Eulenpost. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne den richtigen Ort für Ihre Studien. Angesichts abseits neugieriger Blicke und ab. Achso, ja. Deeks sagt, dass sie Ihnen seine Erfahrung mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat einen durchaus interessanten Vorschlag. Okay. Ah, was haben wir denn jetzt noch? Sebastian. Ich hätte wegen des Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triphon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir das letzte Teil der Leinwand, okay? Ja, wir haben jetzt den nächsten Teil der Geschichte. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Okay. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Was haben Sie jetzt vor? Eigentlich gar nichts. Ich will jetzt weitermachen. Und zwar würde ich gerne erstmal weiter mit der Dame machen, wegen dem vergessenen Drachenei. Das vergessene Ei der Drachendame. Wir müssen sie auf jeden Fall zurückbringen. Sie ist sonst verlässlicher. Ich bin doch hier. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniese geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Ja, das will ich auch gern. Brandspuren, sowas halt. Ach so, ja, macht Sinn. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hybriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Das machen wir. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Da hast du recht.
Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut. Alles klar. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Immer. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Das hört sich nicht gut an. Nur für den Fall. Die Arme muss Krankvorsorge um den verbleibenden Eis sein. Ja, ich habe aber eher das Gefühl, dass sie uns... Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Gefängnis! Confrito! Hab ich das? Flipendo. Intentio. Hab ich denn Expelliarmus? Sieht nicht so aus. Warum hab ich das nicht? Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Revelio. Da ist sie wieder. Fantastisch. Aus der Entfernung. Aus der Entfernung. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt in die Nähe da reingehen, aber dann ist das halt so. Revelio. Ist hier noch irgendwas zu entdecken? Nee, ne? Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Wolltest du mir sagen, wir bringen ein Ei zurück zu einem hungrigen Drachen? Vorsichtig! Der ausgehungert ist und uns für Schafe halten könnte. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Grabhorn? Ach so. Boah, hier liegen ein paar rum. Psst, was war das? Mich verarschen. Ah, da ist er ja. Ups, falsch gelaufen. Vorsicht, das ist ihr Revier und sie wird es uns weiter so. Wir müssen nur das Nest erreichen. Kein herzlicher Empfang. Ach, etwas von einem Kaminfeuer.
Und es zu reden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Ah, stimmt. Zu der Öffnung unter ihr. Stimmt, ich kann ja teleporten. Bleib doch in Deckung, du Affe! Genial! Da ist das Nest. Wir sind fast da. Du hast ein Knallmädchen. Dafür schuldest du mir aber was. Warum sind alle Brücken zerstört? Protego! Reparo! Wahrscheinlich, weil hier ein Drache rumfliegt und der sich denkt... Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Das frisst sie jetzt auf. Na gut, das würde ich auch verlassen, tatsächlich. Warum haben die sich jetzt so dumm angeguckt? Okay, ist mir auch egal. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt, du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer, sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Was? Was? Konnte ich so blind sein? Was ist denn? Ja, Herausforderung abgeschlossen. Warum? Was ist denn? Ich verstehe es nicht. Aber okay, von mir aus. Im Schatten des Berges. Bombarda. Sebastian hat mir eine Eule geschickt. Trotz unseres Streits möchte er suchen nach dem letzten Jahr. Okay, machen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.